Messe Live TV von der Automatica 2010 in München. Wir sind am Stand von Kloos, einem Traditionsunternehmen, und neben mir begrüße ich den Dr. Wolfgang Janssen. Herr Janssen, bevor wir vielleicht mal auf das eingehen, was wir hier hinter uns sehen, ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen. Im Vorfeld hatte ich schon erfahren, 90 Jahre Tradition bei Kloos. Ja, Firma Kloos ist 1919 von dem damaligen Eigentümer Karl Kloos gegründet worden. Und das ist natürlich schon eine Historie, auf die wir zurückblicken. Wir sind begonnen oder haben begonnen mit der Schweißtechnik und sind dieser, sagen wir, Vorliebe treu geblieben. Seit 1954 haben wir das erste Schutzgasschweißgerät in Deutschland. Wir haben es selber entwickelt. Und das war quasi die Ausgangsbasis für die Automatisierung. Und von der Zeit haben wir bei uns im Hause alles parallel laufen lassen. Auf der einen Seite Automatisierung im Bereich der Schweißtechnik und dann natürlich parallel die reine Schweißtechnik weiterentwickelt. Und wir sind als Kloos da der einzige Anbieter, der für den Kunden entsprechende Synergien ermöglicht. Das heißt Entwicklung der reinen Schweißprozesstechnik mit verschiedenen Verfahrensvarianten und dann entsprechend auch die Automatisierungstechnik dazu zu entwickeln. Und das zeichnet uns aus und was Sie heute eben sehen, schwerpunktmäßig Automatisierung plus Schweißtechnik, das ist unsere Domäne, Herr Schuster. Das heißt, Herr Janssen, Sie haben das kontinuierlich weiterentwickelt über die letzten 90 Jahre. Gehen wir vielleicht mal auf das ein, was wir hier hinter uns sehen. Was ist dieser Roboter? Ja, wie Sie sagen, es ist ein Roboter, aber wenn Sie darauf ansprechen, was ist das Besondere an diesem Roboter, dann sehen Sie hier als Neuheit einen Siebenachs-Roboter. Und dieser Siebenachs-Roboter, den finden Sie sonst nirgendwo, wir haben ihn auch zum Patent angemeldet, ermöglicht Ihnen einen erweiterten Arbeitsbereich, was der Wettbewerber so nicht möglich machen kann, nämlich mit synchronen Achsen, sieben synchrone Achsen zu steuern. Unsere Wettbewerber müssen das im Grunde durch ein separates Fahrwerk realisieren. Und deswegen stellen wir es auf der Messe aus, weil es schon was ganz Besonderes ist. Tja, etwas ganz Besonderes. Im Vorfeld hatte ich ja schon erfahren, was Kloos eigentlich einmalig macht. Sie verbinden Automation, die Robotik mit dem Schweißen. Mit welchen Aspekten versuchen Sie noch Akzente zu setzen? Ja, vielfältig. Wie gesagt, wir kommen, Sie haben es erwähnt, aus der Schweißtechnik, sind 1970 in die Robotik eingestiegen, haben seit der Zeit alles aus einer Hand anzubieten, sämtliche Schweißprozesse, also MIG, MAX, Schutzgasschweißprozesse, WIG. Und dem Kunden geht es heute eigentlich darum, nicht nur die einzelnen Prozesse zu nutzen, sondern der wesentliche Vorteil liegt eigentlich in der Kombination von Prozessen. Wir reden über Synergien, beispielsweise hybride Prozesse wie das Laser-Hybrid-Schweißen oder auch Prozessvarianten wie das Engspaltschweißen. Das sind Dinge, die wir heute auch nutzen, um Produktivität zu erhöhen, Wirtschaftlichkeit zu steigern und dem Kunden dann Mehrwert zu bieten. Und das sind auch die Punkte, mit denen wir uns abgrenzen müssen, gerade gegenüber dem Wettbewerb international. Sie alle wissen, dass natürlich ein Standort in Deutschland, und wir bauen auf deutsche Fertigung, ein Standort einen harten Wettbewerb standzuhalten hat. Und das können wir nur, indem wir technisch immer zwei Schritte voraus sind. Ja, Herr Janssen, ich glaube, Abgrenzung ist ein ganz wichtiges Schlagwort, gerade heute, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und für den Rest der Automatica wünsche ich Ihnen natürlich auch noch viel Erfolg hier in München. Dankeschön, Herr Schuster, das können wir gebrauchen. Liebe Zuschauer, das war's von uns für den Moment. Das war Messe Live.